Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch Daisy. Heute wird es darum gehen, wie ihr mit dem Entfernungsmesser eure Entfernung zum Ziel bestimmen und dann euer Visier nullen könnt. Ja, Entfernungsmesser halte ich in den Händen. Als Ziel soll uns jetzt mal diese Brücke da hinten interessieren. Schau mal, ich muss mal um. Der Server ist heute krachend voll und ich will nicht, dass jemand sofort neben mir steht. Werde mich auch nach dem Schuss so schnell wie möglich verdrücken, denn ihr wisst, dass diese Schüsse eben ja, andere Spieler anziehen. Und als Trainingsobjekt soll jetzt hier diese Brücke dienen, und zwar der Stahlträger. Ich messe mit dem Entfernungsmesser 191 Meter. Können noch mal raufschauen. Entfernungsmesser besitzt zwar nicht die Vergrößerung und Stabilität eines Fernglases, kann aber dafür präzise Abstände messen. So, mit einer 9 Volt Batterie wird das Ding bestückt und dann könnt ihr Entfernung messen. Ziemlich praktisches Tool. So, und wenn ich jetzt mein Jagdgewehr in die Hand nehme, die rechte Maus drücke und dann die Hochstelltaste, dann komme ich in mein Absehen, also mein Fadenkreuz, und kann mit Bild hoch, Bild runter die Nullung verändern. Wenn ihr jetzt unten links euch das mal anschaut, Nullung ist jetzt auf 500 Meter, mit der Bild-Runter-Taste auf 400 Meter, 300 Meter, 200 Meter und weiter geht's hier nicht nach unten, denn das ist ein Jagdgewehr und schießt eben, oder dieses Zielfernrohr ist eben für minimal 200 Meter ausgelegt. Und deswegen habe ich eben auch ungefähr diese Entfernung gewählt zum Ziel. Ich weiß nicht genau, ob wir den Einschlag sehen werden. Wichtig ist in jedem Fall, bevor ihr zielt, den Atempause-Modus zu aktivieren. Das heißt also, die Luft anzuhalten. Ich überlege, kann ich dann aus der Prone Position das Ding auch machen? Ja. Okay, ist zwar schief, aber der Anschlag sollte dadurch etwas sicherer sein. So, also ich ziele auf das, auf den Stahlträger. Halte die Luft an. Ne, falsche Taste, nochmal. So, ich meine, man hat es blitzen gesehen. Leider ist niemand umgefallen. Schaue ich mir dann aber gleich nochmal auf dem Video an. So, ich setze mich mal hier ab. Und vielleicht machen wir das gleiche Ding nochmal mit Zombies. So, ich habe mir jetzt eine kleine Siedlung gesucht. Gehe jetzt mal mit meinem Entfernungsmesser hier ran. Okay, und da ist auch ein Zombie. Aber mein Entfernungsmesser sagt mir, wenn ich jetzt mal den Boden hier anvisiere, 117 Meter. Also das ist ziemlich dichte dran. Das bedeutet, können wir gleich mal als eine Art Training sehen, dass ich meine tiefer halten muss. Ich kann jetzt natürlich schön ranzoomen. Schauen wir mal, was da geht. Der Zombie ist dort. Okay, mal sehen, ob er stehen bleibt. Also, ich muss ein bisschen tiefer halten. Und das war ein Treffer. Okay, ich mache mich sofort aus dem Staub. Denn ihr wisst Bescheid. In diesem Spiel darf man nicht laut sein. Es gibt ja noch die Möglichkeit, mit einem Schalldämpfer zu arbeiten. Zeige ich euch vielleicht in einer der nächsten Tutorials.
Ja, das soll es für die Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.